Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video machen wir einmal ein, zeige ich euch einmal, wie ihr die CPU bei einem Computer, Classroom-Computer, tauscht. Wir haben hier das Asus 650 Prime mit DDR5 schon, kombiniert mit einem 7600X. 5, also AMD Ryzen 5 Pro 7600X, und wir tauschen ihn gegen einen Ryzen 7900 ohne X, ohne 3D, ohne alles drum und dran. So, hier einmal der gute drinne. Den habe ich ja schon mal unboxed auf meinem Kanal, aber heute kommt das CPU-Update. Ja, und das allererste ist, solltet ihr mal das Gehäuse öffnen. In meinem Fall ist das Gehäuse hier das Be Quiet 500 mit Glassicht. Das Ganze ist hier mit so Schrauben befestigt. Also hier könnt ihr einfach mal lösen, braucht ihr noch keinen Schraubenzieher. Es sei denn, ihr habt wie ein Verrückter das Ganze festgedreht. Da ich jetzt aber hier schon ein paar Sachen geupdatet habe, sind die Schrauben bei mir relativ handfest angeschraubt, dass ich das Ganze einfach locker lösen kann. Wir nehmen einmal hier die Platte, vorsichtig, wenn ihr auch sowas habt, Glas ist ja immer zerbrechlich. So, und als allernächstes solltet ihr das Ganze vom Strom trennen. Das heißt, ja, und als allererster Schritt solltet ihr als allererstes mal euch Platz beschaffen. Das heißt, wir werden erstmal die CPU, nicht die CPU, die GPU entfernen. Tut mir leid, in dem Fall einmal hier die Pins lösen. Am besten die hier so in die Ecke reinlegen, dass sie später nicht stören. Dann hier an der Seite die Schrauben lösen. Dafür braucht ihr jetzt einmal kurz einen Schraubenzieher, in meinem Fall. Das kann natürlich bei euch anders und einfacher sein, dass ist jedes Gehäusemodell definitiv anders. So, das war der Hebel, den ich hier einmal gemeint habe. Sehr kleiner, widerspenstiger. Je länger die Grafikkarte drin ist, desto ja, widerwillig ist das Ganze, aber ich habe mal wieder hingekriegt. So. Nachdem wir hier ein bisschen mehr Platz haben mit der Grafikkarte, sollten wir als nächstes einmal den Lüfter ausstecken, beziehungsweise alle Lüfter, weil das bei mir ein paar Stück gleich sind, stecke ich alle aus, in meinem Fall gleich vier Stück, einmal hier, einmal hier unten. Auch wenn das keine CPU-Lüfter sind, aber ich stecke sie einmal trotzdem aus. Und der CPU-Lüfter, den müsst ihr auch einmal ausstecken. Als nächstes habt ihr hier die Hebelchen für den Be Quiet Lüfter. Den solltet ihr auch einmal raushebeln, dass der hier locker ist. In meinem Fall ist das der Be Quiet 4. Darkwalk, nicht der große, sondern der kleinere. Als nächstes müsste ich hier einmal diese zwei Schrauben lösen. Die CPU-Halterung an sich hat vier, aber die zwei Stück reichen euch vollkommen, um das Ganze zu lösen. Natürlich sehr fest angeschraubt, deswegen nicht wundern. Könnt ihr das Ganze nehmen, gleich abheben und ja, darauf solltet ihr achten, dass das Ding nicht zu lose rumfliegt. Wird euch wahrscheinlich passieren, aber okay. So, wie ihr seht, ist hier noch Wärmeleitpaste. Die solltet ihr eigentlich einmal mit so Alkoholreinigungspads sauber machen. Am besten auch hier, je nachdem wie alt der Lüfter ist, hier mal durchpusten und auf Staub und sonstige Sachen
durchpusten. Genau. Am besten den CPU-Kühler auf den Kopf stellen. Als nächstes seht ihr hier schon die CPU-Einheit. Die ist hier mit einem Bügel befestigt. Den müsst ihr einmal vorsichtig lösen. Der ist relativ fest, also ein bisschen drauf achten. Ja, und ihr habt es wahrscheinlich schon schnappen gehört. Ihr könnt hier den Bügel einmal hochheben. Und ja. Ja, jetzt habe ich doch mit der Hand hochgenommen, aber okay. So sieht das Ganze dann aus. Ganz wichtig, wir haben hier, wie ihr seht, diese goldene Ecke. Die habt ihr auf jeder neuen CPU dann auch. Und die werdet ihr hier, mit der wo jetzt gerade hier die Ecke ist, auch so eine Ecke finden. Das ist eigentlich bei jeder Intel oder AMD-CPU immer gleich. Da würdet ihr, wie gesagt, diese Markierung finden. Auf die müsst ihr achten. Denn diese Pins haben eine ganz wichtige Reihenfolge und auch nur so passen die auch wieder rein. Deswegen, das ist ganz wichtig. Die nehmen wir einmal raus. Da die jetzt auch voll mit Wärmeleitpaste ist, solltet ihr diese am besten verkehrt rum, also auch auf den Kopf, am besten auf Papier. Am besten, wer so ein Post-Papier zu Hause hat, auf so ein Post-Papier legen, dass sie auf den Kopf liegt und nicht kaputt geht. Später dann könnt ihr die CPU, also die alte CPU, mit Wärmeleitpaste absäubern und genau dann halt weiterverkaufen oder was auch immer mit der alten CPU fort. Ja, wie auf meinem Kanal schon vorgestellt, haben wir hier einmal Wärmeleitpaste von Natur, auch eine sehr Silence Firma. Die haben auch so unterschiedliche Reinigungspads, diese Alkoholpads, was ich vorher erwähnt habe, gleich da. Dann haben wir auch einmal hier die Wärmeleitpaste. Und dann machen wir schon mal den neuen Sockel bereit, den wir von der alten, von unserem Kühler, das Ganze einmal sauber machen. Hier habt ihr wirklich so ein schönes großes Pad. Könnt den Kühler hier einmal in die Hand nehmen und wirklich hier drauf. Das Ganze riecht auch nach Alkohol. Und je nachdem, wie lang schon euer Kühler drauf ist, geht das schwieriger oder weniger schwieriger. In meinem Fall ist die Wärmeleitpaste jetzt noch kein Jahr drauf. Also ja, die 7000er-Serie gibt es ja auch noch kaum ein Jahr oder kurz vor einem Jahr. Deswegen, und ich habe den auch erst im Januar bekommen, den Computer, deswegen ist die noch nicht so alt, aber trotzdem. Schön einmal hier sauber machen. Je älter das Ganze ist, desto eher werdet ihr das auch merken beim Abmachen, dass es nicht so einfach abmachbar ist. Also diesen Kühler von der CPU, weil mit der Zeit tut sich die Wärmeleitpaste halt festratzen, also festhängen und einen Unterdruck bilden, quasi, damit es noch besser angesaugt ist oder noch besser passt halt. Holen wir die neue CPU raus. So, hier haben wir die neue CPU. Das sieht man hoffentlich wohl einmal hier. Vorsichtig anfassen, ja. Die Ryzen 7900. Die setzen wir jetzt vorsichtig einmal hier ein. So. Klappe hier einmal vorsichtig diesen Hebel hier hochheben, dass er oben ist, also der wo jetzt gerade runtergeflogen ist. Klappen hier das Ganze wirklich ein, denn hier kommt jetzt ein Pressdruck drauf. Also ihr müsst jetzt hier das Ganze einmal hier runterpressen. Und jetzt ist die CPU wirklich bombenfest da drinnen. Sollte auch richtig fest drin sitzen. Ja, nicht dran rumrütteln, so wenn. Ihr könnt ja die Pins kaputt machen an sich. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wärmeleitpaste. Wir ziehen das Ganze einmal ab. Und
setzen in der Mitte. Ich habe einen größeren Punkt an. So, die Reste verteilen wir ein bisschen gepunktet. Nehmt hier so einen wunderschönen Spachtel und verteilt die ganze Masse ein bisschen, dass auch wirklich jede Ecke Wärmeleitpaste ist. Ja, nachdem ihr das nochmal erledigt habt, kommen wir zum nächsten Teil. Den Guten hier wieder einbauen. So, beim Festmachen merkt ihr schon, dass sich da Druck aufbaut. Auf der anderen Seite, sobald ihr die zweite Seite gemacht habt. Im nächsten Schritt solltet ihr wirklich auch einmal kontrollieren, dass ihr auf dem Board nicht so viel Wärmeleitpaste drauf gemacht habt, denn dann kann euch ja das Board kaputt gehen bei zu viel Wärmeleitpaste. Deswegen jetzt einmal kurz kontrollieren, ob ihr nicht schon irgendwie Wärmeleitpaste seht, weil wenn ihr das jetzt schon seht, dann abmachen und direkt neu machen. Tja, jetzt die CPU natürlich wieder einstecken. Nicht, dass das Ganze dann denkt, da ist keine CPU drinne. Ja Leute, nachdem wir etwas hier heftig mit der CPU-Lüfter hier gekämpft haben, den wir da doch hinbekommen haben, etwas widerschmerzlich den kleinen Kerl ranzumachen. Ja, sind wir nun endlich soweit und wir haben die CPU einmal wunderbar getauscht. Das freut mich. So. Euch mitzuteilen, dass das Ganze jetzt auch hier wieder sitzt, alles fest ist. Hier schön beim Fest angezogen. Ja, jetzt kann man einfach einen Testlauf machen, ob wir alles richtig gemacht haben, indem wir einfach das Ganze unter Strom setzen und ja, die GPU können wir auch noch im Nachhinein einbauen. So, einmal hier. Ihr seht, 7900 Core-Prozessor wird uns sogar schon angezeigt. Also muss natürlich dann einmal das System wieder booten. Das habe ich auch gemacht. Jetzt schauen wir uns alles einmal an. Funktioniert das Ganze? Die AMD-Software ist auf dem neuesten Stand. Und genau, man sieht da ein bisschen, dass das Ganze hier funktioniert. Ist aktuell. L kennt das Ganze, Ryzen Master müssen wir immer neu einstellen. So, was jetzt auch ganz interessant ist, hier erkennt es keine Grafikeinheit mehr, so wie davor. Wenn wir es einmal NiceHash öffnen, das wird jetzt auch mal ganz interessant, NiceHash. Lieblingsprogramme, da kann ich direkt verdienen. Dann steht tatsächlich eine CPU, eine GPU, die hier, wundert mich gerade, dass die anzeigt. Eigentlich sollte es diese hier gar nicht anzeigen, denn so gesehen hat dieser Chip keine interne Grafikeinheit, denn es ist ja nur ein 7900 Core Prozessor ohne X, das heißt ohne Grafikeinheiten. Deswegen ist auch besonders sparsam, weil wir später hier nachher die andere CPU haben, brauche ich das Ganze gar nicht. Und so ist der ganze Prozessor etwas sparsamer. Na klar ist das hier noch auf das alte System wahrscheinlich ein bisschen eingespielt. Deswegen wird das Ganze hier wahrscheinlich das noch so anzeigen. Bis ich dann beim Punkt bin, dass alles wieder so ist wie vorher, muss man halt jetzt ein paar kleine Backup-Einstellungen machen. Das Ganze neu installieren. Dauert es noch, aber wir haben schon mal den wichtigsten Schritt oder die wichtigsten Aufgaben erledigt. Damit ist ein CPU-Wechsel jetzt vollendet und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und euch die Details erklären.
Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao und tschüss.